Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video wollen wir mal meine Kayo wieder startklar machen und damit gleich den Temu-Vergaser ausprobieren, den ich im letzten Video geunboxed habe. Genau. Aktuell ist hier irgendein eBay-Vergaser dran, irgendein China-Teil 26er, der da so direkt dran gepasst hat. Aber das Problem ist, bei der letzten Fahrt, also A, lief die sehr, sehr beschissen, wo ich noch nicht mal weiß, ob es nur am Vergaser liegt oder noch an irgendwas anderem. Und B haben wir bei dem Vergaser hier, man sieht das hier, so eine Einstellschraube, wo jetzt so dieses Papier drin steckt, verloren. Und die wird es definitiv nicht als Ersatzteil geben. Deswegen kommt der Vergaser raus und wir bauen hier den 26er Flachschieber-Vergaser von Temu dran. Dazu habe ich ein Düsenkit und alles, das heißt, wir sollten den perfekt abstimmen können. Und ja, ich würde sagen, wir schieben das erstmal zu mir rüber in die Werkstatt und ja, fangen dann einfach mal an. Auto! So, und hier ist mein anderes Pitbike. Da habe ich gestern schon mal ein paar Reparaturen vorgenommen. Und zwar haben wir jetzt hier auch die Temu Griffe dran. Und Gasgriff, Bautenzug, K-Switch. Das war hier alles kaputt. Ja, und das funktioniert soweit. Die Griffe, naja, also qualitätstechnisch, der Gummi fühlt sich nicht schlecht an. Hier sind aber diese Teile, diese komischen Ringe drauf, und die sind mir beim Montieren schon kaputt gegangen. Also die sind nicht unbedingt von Qualität gewesen, aber alles in allem denke ich mal, ist das Ganze hier jetzt soweit nicht schlecht. Ich warte noch auf einen Düsenkit dafür, das habe ich mir jetzt noch bestellt, weil das Teil ziemlich fett läuft und ja, dementsprechend einfach schlecht Gas annimmt, kacke fährt und so weiter. Habe ich gestern noch mal kurz eine Testfahrt gemacht und es hat ohne Luftfilter, wenn der Motor kalt war, Vollgas angenommen. Aber wo ich das letzte Mal richtig gefahren bin, mit Luftfilter, war das halt nicht so dem Nachschlussfolgerreich, dass der Motor zu fett läuft. Das merkst du auch einfach, es fühlt sich einfach fett an irgendwie beim Fahren. Bisschen, wenn man so die Erfahrung da hat, merkt man das auch, ob es zu fett oder zu mager läuft. Und ja, genau. Dementsprechend kommt dazu auch nochmal ein Video, wie wir das alles hier abstimmen. Und jetzt fokussieren wir uns aber auf unser weißes Pitbike, die Kayo. Genau, die sprang beim letzten Mal dann am Ende gar nicht mehr an, wo wir die Ausfahrt gemacht haben. Hat aber auch schon den ganzen Tag, wo ich total gestottert, lief richtig beschissen. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, woran das liegt. Ja, werden wir dann sehen. So, wir fangen erstmal damit an, diesen dubiosen Luftfilter hier abzuschrauben. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt nicht weiter was zu sagen, dass das eine semi-professionelle Lösung ist. Genau, dann haben wir jetzt hier, muss ich jetzt mal schauen, ob ich das allein mit diesem Schlüssel hier schaffe, diese zwei Schrauben, die wir lösen müssen. Boah, das sitzt ganz schön fest. Muss man mal aufpassen, es kommt dann immer mit einmal locker und dann knallt man sich die Pfoten ein. Was ist das jetzt überhaupt? Ah, perfekt, okay. Ja, ich versuche es mal mit einem Imbus von der anderen Seite. Die Schraube leiert jetzt schon durch. Ja. Gut. So. Schrauben sind raus. Vergaser ist soweit ab. Benziner ist offen, was nie so toll ist. Mach ich mal zu. Und ja, genau, dann muss jetzt hier oben nur noch diese Decke rausgeschraubt werden. So, alter Vergaser ist draußen. Das können wir ja auch gleich mal aushängen. So, Vergaser ist hier. Das ist hier. Das kommt, ich glaube, das ist symmetrisch, das Teil hier so drauf. Und haben wir jetzt natürlich ein Problem. Und zwar passt es ja so nicht auf die auf den Ansaugstutzen. Und ja, den versuchen wir jetzt einfach mal zu bearbeiten.
mit der Flex und gucken mal, ob wir das hinbekommen. Jetzt. So, wir bauen das jetzt immer ein bisschen auf, damit wir einen ordentlichen Flow haben beim Eingang. Ein bisschen das ausgeschliffen und das hat eigentlich einfach nur den Hintergrund, das ist natürlich nicht ideal, aber dass der Sprit ja ordentlich ohne irgendwo sich aufzuhängen durchfließen kann. Ich mache das jetzt hier beim Ausgang auch nochmal, weil der Bochni nie wirklich rund ist. Jetzt habe ich mir gerade gekackt. So, aber genau, damit verbessert man noch ein bisschen den Flow, Gasflow sozusagen. Und genau, das wäre es soweit, die Bearbeitung von dem Ansaugstutzen. Kann man jetzt noch ein bisschen sauber machen, wenn man gerade mal draußen hat. Und dann passt ja der Vergaser auch schon dran. Es gibt allerdings auch einen Ansaugstutzen direkt zu bestellen. Habe ich jetzt auch mal einen bestellt. Auch bei Temu für, ich glaube, 7 Euro, was auch wesentlich günstiger ist, als man es hier in Deutschland bekommt. Und genau, der hat dann direkt für so einen Vergaser so einen Adapter dabei und hat hier unten auch drei Löcher also drei Löcher pro Seite statt einem, damit man den in verschiedenen Winkeln anschrauben kann. Das ist auch ganz praktisch, weil bei manchen Pitbikes passen die originalen Ansaugstutzen und die größeren Vergaser nicht, weil da einfach zu wenig Platz ist. Ja, genau, und ich mach's jetzt noch ein bisschen sauber und dann bauen wir das auch schon ein. So, und wie man jetzt hier sieht, durch die Bearbeitung haben wir eigentlich kaum einen Übergang. Der einzige Grat ist jetzt hier der, den der Stufenbohrer gemacht hat, aber selbst der ist halt leicht abgeschrägt. Könnte jetzt hier noch mehr Arbeit reinstecken und hier noch weiter schleifen. Ja, wird aber vermutlich nicht so viel bringen. Ich denke auch, dass der Durchmesser von dem Vergaser innen nicht ganz so groß ist, so rein optisch, wie der hier. Und dementsprechend sollten wir da eigentlich generell keine Probleme haben. Es ist nur ein 26er Vergaser. Wenn man jetzt hier einen 30er dran bauen würde oder so, wäre das vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Und jetzt drehe ich das mal hier drauf. So sitzt das hier dann. Hier kommen jetzt noch die Schlauchstellen drum, die sind draußen. Mann. Akku! So, dann gucken wir mal, ob das Ganze hier reinpasst. Kann das natürlich auch ein Flop werden. Es sollte eigentlich, sollte gerade so gehen. Ja, könnte funktionieren. Wir müssen jetzt natürlich als erstes das hier aufschrauben und den Gaszug einhängen. So, jetzt haben wir es gleich zerlegt. Und dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert und ob das hier funktioniert. Ja, unseren Bautenzug. Der muss jetzt irgendwie... Ich bin mir gar nicht sicher, wie das funktionieren soll. So, nach jede Menge rumgefriemel haben wir es geschafft. Es ist hier drinne. Das funktioniert tatsächlich so, dass sich dieses Teil dann hier einfach da drüber schiebt, dieses kleine Plastikding. Und ja, jetzt sollte es funktionieren. Jetzt müssen wir bloß noch die Dichtung wieder drüber schieben. Zack, so. Das Teil hier einbauen. Hat das Problem gefunden. So, richtig rum sollte man es natürlich auch machen. Sonst braucht man sich irgendwie wundern, dass es am Ende nie richtig funktioniert. Das habe ich jetzt und siehe da, unser Vergaser ist eingebaut, also zumindest angeschlossen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auch
bis zum Boden kommen mit unserem Gasgriff. Das überprüft man am besten, wenn man hier dreht. Man hört dieses Klacken. Weiß man ist ganz unten. Das kannst du auch gucken hier. Wenn du das Standgas runterstellst hier, wie weit das runter geht, das müssen wir mal schauen. Ob das schon ganz zu ist, aber ich glaube ja. So ist es ganz runter, das Standgas. So muss es sein. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier auch klappt. Vorher mache ich es hier noch ein bisschen sauber. Und genau. Das versuchen wir jetzt noch festzudrehen. Das mache ich jetzt mal und dann machen wir mal Benzin ran. Und gucken mal, was passiert. Ich sehe gerade, dass wir noch ein Problem haben, weil der Benzineinlass von dem Vergaser viel zu klein ist. Da kenne ich aber einen Trick, das zeige ich euch dann gleich. Und ja, bis dahin. Ja, das ist nicht der Einlass, glaube ich. Cool. Ja, also hier ist der Einlass. Ja, mein Fehler. Ich weiß nicht, was das andere dann ist. Überlauf. Vermutlich irgendeine Art Überlauf oder so. Ich guck mal. Es gibt ja dreimal. So ein Nüssel. Gibt es zweimal, ja. Weiß man jetzt nicht genau, wofür das ist. Ja, das passt ja aber auch prima drauf. Der Schlauch, der hier dabei ist, ist eigentlich echt geil, muss ich sagen. Also der lässt sich gut verarbeiten, aber die eigentliche Frage ist, ob das Ding auch eine Weile lang hält, ohne hart zu werden. Das ist nämlich meistens so bei Benzinschläuchen. Also ich habe wenig Benzinschläuche gehabt, die auch nach längerer Zeit noch eine Konsistenz hatten, die wirklich gut war. So, wir schrauben das jetzt mal hier zu. So, ja, wie ihr in dem letzten Fahrvideo gesehen habt, lief das Ding ja richtig kacke. Und hat dann am Ende komplett aufgehört zu laufen. Und ja, wir versuchen es rauszufinden, woran es lag. Ich habe es gerade mal probiert, es ist nicht angesprungen. Na, die Kerze sieht ziemlich trocken aus, also vielleicht ist es auch ein Spritproblem gewesen jetzt. Das erste, was wir jetzt mal überprüfen, ist, ob es Zündfunk hat. Und da einfach mal die Kerze rausschrauben, durchkicken. Ja, okay, also das kann natürlich schon mal ein guter Grund sein, warum nichts ist. Ich weiß nicht, ob der vielleicht verkehrt rum ist, der Schalter, aber. Also, wie man sieht, ich kann nochmal hier versuchen. Nee. Also Zündfunk haben wir keinen. Da brauchen wir uns auch nicht wundern, warum es nicht anspringt. Wir überprüfen jetzt gleich, wenn wir die Kerze mal draußen haben, mit so einem Kompressionstester, wie die Kompression des Motors ist. Da kann ich mir auch nochmal einen Sollwert holen bei dem YX160, weil ich habe hier immer das bisschen das Gefühl gehabt, dass die Kompression ein bisschen niedrig ist. Das werden wir jetzt gleich genau wissen. Das Gerät ist dran. Drück mal. Kannst du nicht kicken, du Spaß? Lass mich das machen. Ja, das ist Spaß. Ja, 10 Bar. 10 Bar? Ja. Ja, also 10 Bar haben wir. Wie viel PSI sind das? 150, das sollte voll in Ordnung sein. Also ich glaube, da herrscht kein Handlungsbedarf. Und genau. Wir können ja spaßhalber beim Grünen nochmal messen, dass wir da mal einen Vergleichswert haben. Weil der grüne Motor ist ja noch ziemlich neu. Den habe ich irgendwann mal Gebrauch gekauft und ich weiß nicht, wie viel der gelaufen ist. Deswegen gehen wir mal noch kurz in den anderen. Die hat 7 sind das. 7 Bar. Genau. Ach so, warte mal. Ich muss Vollgas geben. Ja.
10er, 10 Bar. 10? 10 Bar. Okay, auch dann so. Ist es bei beiden genau gleich. Ja, immer beim Kompressionstest Vollgas geben, weil dadurch mehr Luft in den Brennraum gelangen kann und dementsprechend auch ein höherer Druck entstehen kann. Genau, sprich, wenn man kein Vollgas gibt, hat man einen falschen Kompressionswert, könnte denken, dass der zu wenig Kompression hat, obwohl es eigentlich in Ordnung ist. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ein Zündfunke hier aussieht normalerweise. Jetzt sind die schwach isolierten Stecker, dann muss ich mal gucken, dass wir keinen Quatsch bekommen. So, hier anschalten natürlich. Da sieht man. Sieht man, denke ich mal, ziemlich gut hier. So muss es aussehen, bei den anderen haben wir gar keinen. Und ja, da mache ich das jetzt alles wieder rein hier. Da ändern wir nichts, hier funktioniert alles. Zumindest zündungstechnisch, der Vergaser muss noch eingestellt werden. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Da fehlen mir noch die Düsen, das machen wir vielleicht nochmal einen anderen Tag. Genau. Good. So, Update. Zündfunken haben wir immer noch nie. Wir haben gerade eine andere Kerze versucht und wir haben das Zündkabel von der Spule mal abgeschraubt, ein Stück weggeschnitten und wieder rangeschraubt. Das kann man immer mal machen, wenn das hier anfängt zu rosten oder so, hat man keinen richtigen Kontakt und dann gibt es natürlich auch keinen Funken. Daran lag es jetzt leider nicht. Jetzt wollen wir mal versuchen, vom Grün das CDI hier dran zu hängen, weil wir Verdacht haben, dass das CDI kaputt sein könnte. Wenn das jetzt nicht einen Unterschied macht, dann können wir wieder drinstecken und suchen dann weiter. Nein, war nicht, oder? Nee. Nee. Oder? Okay. Gut. Dann kannst du ihn jetzt noch legen. Könnte man jetzt mal die Zündspule noch tauschen? Nee. Ich würde fast sagen, davon. Update: Wir haben immer noch keinen Zündfunke. Wir haben jetzt schon den Kabelbaum getauscht, CDI getauscht, Zündkerze getauscht und hier mal dieses Ausgangskabel hier umgebastelt. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch zwei Sachen, an denen es liegen kann. Entweder liegt es hier an unserer Zündspule selber, an der Verdrahtung, die hier hingeht oder irgendwas. Oder es liegt an unserer Statorplatte, dass da irgendwas defekt ist. Statorplatte ist eher unwahrscheinlich. Und wir haben jetzt mal gemessen, die Widerstände. Ich mache es auch mal live im ausgebauten Zustand, falls sich dann noch was geändert hat. Und zwar beim grünen Pitbike hatte ich gemessen beim Eingang ungefähr so 0,1 Ohm. Also zwischen den beiden hier waren es in etwa 0,1 Ohm. Okay, das sind jetzt 0,2. Okay, na gut, das wäre jetzt schon mal richtig. Das war vor uns 0,7 oder so. Vielleicht war es ein Kontaktproblem, weiß ich nicht. Und jetzt von dem hier zum Ausgang waren es bei der anderen 45 Ohm. In dem Bereich passiert gar nichts. 2 Kilo Ohm sieht man hier, ne? So, Problem vermutlich gefunden. Ich habe das gerade nochmal abgemacht, habe hier mal den Draht angefasst und der ist sofort abgegangen. Und ich denke, dass der einfach keinen Kontakt hier richtig gibt. Und das ist der Grund, warum das hier nicht mehr funktioniert. Also, ja, ich versuche den jetzt mal anzulöten und mal gucken, ob es dann geht. So, jetzt Update. Wir haben es tatsächlich geschafft. Zumindest gerade mal ohne Kerz probiert und jetzt ging's. Ja, sieht man. Hat einen Funke. So, was war das Problem? Und zwar, ich hatte das Pullrad gerade nochmal unten. Hab mal die einzelnen Spulen hier drauf durchgemessen, hab gesehen, dass die eine Spule keinen Widerstand mehr hatte. Hab dann ein bisschen an den Anschlüssen geguckt, dann ist mir beim Aufkratzen aufgefallen, dass eine Stelle so ein bisschen verkohlt aussah. Und da habe ich dann erstmal einfach alles ein bisschen freigelegt, sodass ich direkt den Draht von der Spule in der Hand hatte. Hab den dann quasi ein bisschen sauber gemacht und dann einfach angelötet und nochmal neu in den Kontakt. Man sieht es vielleicht auch, wenn ich hier mal reinleuchte. Und das in der richtigen Position ist. Und zwar genau, wenn man jetzt mal direkt dorthin guckt, sieht man die Stelle, wo ich das gelötet hatte. Naja,
ungefähr dort, man sieht es schon ein bisschen. Dort habe ich gelötet und jetzt hat die wieder einen Widerstand gehabt und siehe da, wir haben wieder einen Funken. Problem gefunden, manchmal ist es wirklich das Letzte, woran man denkt, aber genau. Wenn ihr das alles versucht habt, dann könnt ihr gerne mal das Vollrad runternehmen, die Spulen durchmessen und die musst du um die 200 Ohm haben. In meinem Fall hatte es halt gar keinen Widerstand am Anfang und jetzt habe ich es gemacht, jetzt hat es 200 Ohm und ja, jetzt funktioniert. Jetzt würde ich sagen, baue ich das alles hier wieder ordentlich ein, so dass es nicht ganz so, naja, scheiße aussieht. Ich denke mal, ich nehme auch den originalen Kabelbaum wieder. Da habe ich jetzt nicht die Arbeit, den hier einzubauen und so weiter. Steck das alles wieder um, guck mal, ob es dann noch geht und ja, wenn das so ist, dann probieren wir gleich mal, ob es anspringt. So, das Pitbike läuft jetzt tatsächlich. Vergaser-Einstellung scheint jetzt nicht komplett verkehrt zu sein, so wie es kommt. Ich mache jetzt gleich nochmal Testfahrt. Standgas hält er jetzt noch nicht richtig, also schon, aber dann nur erhöht, also man muss es relativ hoch drehen. Kann auch damit zu tun haben, dass es kein Luftfilter drauf ist, aber ich denke mal, wir werden da einfach noch ein bisschen was einstellen müssen. Man hat ja so eine Gemischschraube hier, also hier ist die Gemischschraube, das ist die Standgasschraube und die Standgasgemischschraube habe ich aber auch versucht ein bisschen einzustellen, also so einen wirklich niedriges Standgas bekommt man nicht hin. Muss ich halt ausprobieren, mit welcher Düse das am besten geht. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, wie es klingt, wenn ich das anbekomme. Standgas. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas, aber die Zündung lässt sich ja beim Pitbike nicht einstellen. Was vielleicht auch damit was zu tun haben könnte. Aber ich denke mal, hauptsächlich ist es einfach die Gemischeinstellung, die ja halt falsch ist und sich aber auch über die Gemischschraube nicht richtig einstellen lässt. Ich habe ja noch zwei Nebendüsen dazu bekommen. Ich kann das ja prinzipiell mal mit verschiedenen Größen versuchen einfach. Jetzt würde ich aber als allererstes einfach mal versuchen, hier die Haupteinstellung richtig zu haben. Also dass der, wenn man fährt unter Gas, gut Gas annimmt und ordentlich beschleunigt. Und ja, das will ich jetzt halt gleich mal ausprobieren. Und genau, dann können wir daraus unsere Schlüsse ziehen. Okay. Unten drunter. Klasse. Platten. Ja, müssen wir erstmal aufpumpen. Die Testfahrt ist leider nicht so gut verlaufen, denn wir haben jetzt einen Platten. Dem geschuldet, dass ich einfach nicht genug Luft drauf hatte, weil das Ding halt eine Weile stand und ich das nicht nochmal aufgepumpt habe. Ja, warum ist es nicht angesprungen? Es lag hauptsächlich eigentlich am Zündfunken. Der war nicht da quasi, weil die Eingangsspule auf der Grundplatte defekt war. Die war scheinbar an einer Stelle irgendwie durchgebrannt oder was, keinen richtigen Kontakt, keinen Durchgang gehabt. Das haben wir behoben, nachdem wir alle anderen Sachen durchprobiert haben und sonst was. Ich war schon am Verzweifeln hier, dass hier nichts passiert ist, aber letztendlich haben wir das Problem ja
gelöst und jetzt funktioniert der Zündfunk erstmal wieder. Gefahren, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, wie der Motor lief. Auf jeden Fall lief er nicht besonders gut. Standgas war immer noch relativ hoch. Gasannahme war jetzt vielleicht nicht ideal. Ihr habt es ja im Video auch ein bisschen gehört. Ich werde es halt nochmal testen, wenn ich dann den Reifen gepflegt habe. Und ja, man kann es natürlich jetzt nicht sofort aus der Kalten raus sagen, ob der jetzt gut oder schlecht läuft. Ideal läuft er auf jeden Fall noch nicht. Und im nächsten Part werden wir uns das mal genauer noch anschauen. Den Reifen flicken, Vergaser einstellen, wie wir das machen, wie man das macht, das zeige ich euch im nächsten Part. Den blende ich euch dann hier auf der Seite ein und genau, bis zum nächsten Video. Ciao Leute.